Jetzt. Jetzt müssen wir dann schauen. Der Gwerder ist oben am Aufnehmen. Mal schauen, vielleicht, ob er ein bisschen zur Ruhe auskommt. Eher schon, würde ich sagen. Wir haben hier original Sturzenegger-Servele. Das wäre jetzt quasi das Kryptonit vom Gwerder. Jetzt machen wir mal einen kleinen Spass. Rosen, Tulpen, Nelken, weiße Flieder. Ja, kannst du denken. Du Kopf, das geht nicht. Nein, das können wir nicht. Nein! Das ist schon ein Fies. Ich bin dann ein Ding los und da bin ich rausgekommen. Nein, Kopf! Also was? Der ist so gut. Was? Nein, sind vom Sturzenegger. Mach dir mal. Nimm dir gleich zusammen. Mach dir mal. Warte, komm schneller. Falki, willst du auch noch einen? Ja, ich hab noch gut, weißt du, ich hab noch ganze Halskitzel. Ganz hart, weißt du was? Nein. Nein. Nein, ich kann jetzt nicht. Nein, du darfst wirklich nicht. Muss ich da gehen, hab ich ihm dann nachher noch mal. Ja, das sind wirklich Freunde. Aber er hat dann gesungen wie verrückt und ist dann auch wirklich bald erlöst worden. Juhu! Ich bin gar nicht selber einer da. Nein, Mann. Da haben wir es doch wieder mit mir gemacht. Ja. Nichts Feines, wieder so sehr viel auf den Sturzen reden, gell? Ja, ich glaube. Er hat Freude. Ich glaube, jetzt hat es geklappt. Weißt du, ich musste noch nie so qualvoll aufnehmen wie vorher. Ja. Ich muss gerade einen Biss haben. Mhm. Ja, aber jetzt nicht die Hälfte. Mhm. Ja, nicht ganz. He. Nein, du, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Danke, Hans. Und ich denke, es war ehrlich gemeint, so wie ich den Gallo kenne. Dann geht es weiter. Man hört ja, was man aufgenommen hat, und da ist immer volle Konzentration gefordert. Jetzt kannst du es noch ändern, noch ist es auf der CD. Dann kannst du nichts mehr machen. Ja, der nächste Silvester kommt. Ganz sicher, Frau Wind, er kommt. Dann ist alles still. Dann ist es Eis und der Catering-Service kommt. Dritter und der Karik Werder, bekannt vom Schlattli, die Eltern vom Carlo. Ganz, ganz diejenigen Leute versorgen schon die ganze Woche Musik und das ganze Studio mit den wunderbarsten Köstlichkeiten. Immer noch sind sie halt mit Leib und Seele Gastwirt. Es gibt wirtschaftliche Küche. Dann kann es noch etwas Gutes geben. Und wie es immer ist, wenn man das Essen hat, wird es rübig. Bis es das Essen gibt. Selbstverständlich gehört Schnüpfli noch dazu. Und der Alpenbeta steht auch parat. Jetzt könnte man sich fragen, was ist der Unterschied zwischen Trinken und Umleeren? Er grüßt auch so richtig. Ja, wirklich. Du bist wieder wer? Nein. Ja, nein. Und nach getaner Arbeit am Kari sind sie erwählen. Die Welt ist schon in der Ordnung. Ja, da könnte man sich ja überlegen. Warum macht man eigentlich das? Und mir kommt immer noch so ein altdeutsches Wort in sich, weil es einfach geil ist. Weil es einfach Freude macht. Und darum macht man eine Woche Ferien
hockt in ein Tonstudio. Ohne dass man einen Stutz verdient, das ist doch eigentlich egal. Aber es hat Gott sei Dank auch nicht, aber es macht riesen Spass. Und wenn es riesen Spass macht, darum heisst ja mein Kanal, auch da, wo ich jetzt so ein bisschen betreibe und immer mehr so Sachen poste, heisst Lebenspflege. Und das ist für mich Lebenspflege. Etwas machen, wo mir Freude macht. Etwas machen, wo meinen Sinn ausfüllt. Und dann wird es sinnvoll. Und wir suchen ja alle nach einem Leben, das sinnvoll ist. Und wenn jemand gern Musik macht, dann soll er das machen. Und wenn jemand gern Musik lässt, gibt es doch nichts Schöneres, weder wenn der, der Musik macht, dem, der gern Musik lässt, etwas kann vorspielen. Und dann haben beide eine riesen Freude. Und ich glaube, das ist, etwas vom Schönsten auf dieser Welt, wo uns passieren kann. Weil dann sind beide Leben sinnvoll. Und genau darum geht man Musik machen. Genau darum geht man Musik hören. Genau darum nimmt man eine CD auf. Und genau darum kauft man eine CD. Weil es einfach schön ist. Und weil es das Leben pflegt. Und Sinn füllt. Und so zumindest zwischen dir etwas wieder fürs Herz hast und fröhlich macht. In diesem Sinne, wir sehen uns. Heben Sorge, bleiben gesund. Ist auch Wöhler. Bye bye.